the most important benefit is the strategic direction, which results in joint strategic decision making for our projects. There is mutual learning, exchange of information, joint implementation of our project, which resulted and continue to result in the high scalability and large impact that we have in our projects. Private partners provide technical knowledge as well as financing, and at this stage, 68% of all total contributions are coming from private sector. Another benefit is that we have the opportunity to jointly review objectives to be able to meet market demands, which is very, very dynamic in the cashew sector. And I also like to say this is done through our cashew board, which is made up of 50% private and 50% public. We also have the opportunity to share the risk in the projects. ProPlanteurs arbeitet mit verschiedenen Unternehmen aus der Schokoladenindustrie zusammen und der Mehrwert liegt in, vor allem im Austausch der Lernerfahrung, der gemeinsamen Lernerfahrung und die Einbringung dieser Lernerfahrungen in die Projektumsetzung. From our experience, the most concrete benefits in cooperating with private sector in public-private partnership are innovative solutions and better performance of agriculture. Public-private partnership, including private actors along the value chain, is important in addressing challenges of agriculture today, as it requires a value chain approach and cooperation among actors beyond the production. In addition, working with private sector provides insight and experience in shaping farming solutions that are economically viable and scalable. Das Forum Nachhaltiger Kakao ist eine Multi-Stakeholder-Plattform. Das ist konkret deshalb gegründet worden, dass eben öffentlicher Sektor, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, um die Probleme im Kakaosektor zu lösen. Hier geht es insbesondere darum, die Situation der Kleinbauern zu verbessern, Kinderarbeit abzuschaffen und die Situation der die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Und dies ist, glaube ich, allen im Forum Nachhaltiger Kakao klar, dass das nur in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft geht. Wir arbeiten mit der Continental AG zu nachhaltigen und rückverfolgbaren Kautschuklieferketten zusammen. Und der Mehrwert für uns ist, dass wir durch diese Zusammenarbeit mit dem viertgrößten Reifenhersteller der Welt Dinge anstreben können oder antreiben können, die bisher absolut innovativ sind und die kein anderer in diesem Sektor macht. Die Wirtschaft ist ein ganz entscheidender Faktor, der die Entwaldungsdynamik in Brasilien beeinflusst. Auf der einen Seite natürlich durch Unternehmen, die als Treiber der Entwaldung auch fungieren, indem sie viel Geld in Wertschöpfungsketten investieren, die eben darauf beruhen, dass die Wälder gerodet werden, um alternative Nutzungsformen dort zu etablieren. Zum anderen Teil können aber Unternehmen auch Teil der Lösung sein, wenn ihr Geschäftsmodell darauf beruht, dass sie gerade ihren Gewinn aus der Biodiversität in Brasilien schöpfen und dass sie auch ihren Kunden gegenüber verkaufen, dass sie nachhaltige Geschäftsmodelle in der Region etablieren. Wenn man die Entwaldung in Brasilien reduzieren will, dann ist es absolut unmöglich, das gegen jegliche wirtschaftliche Interessen zu machen. Stattdessen muss man vielmehr eben deutlich machen, dass es durchaus im langfristigen wirtschaftlichen Interesse in Brasiliens ist, die Wälder zu erhalten. Und dabei ist es eben wichtig, dass man auch die Akteure findet und die mit denen zusammenarbeitet, auch auf Seiten der Wirtschaft, die das genauso sehen und diese Ziele auch verfolgen. There are a number of benefits based on the various projects that GIZ has implemented with organizations such as Bayer, Grimme and Lemkin. These collaborations help a large number of marginal farmers gain access to effective and modern agri-practices, agri-advisory and agri-technology. This knowledge helps lower the risk, it reduces costs for them, lowers water usage, improves productivity and therefore ensures long-term viability of what we call market-oriented agriculture. Welcome to the Nigerian office of the Competitive Africa Rice Initiative. CARI is operating in 4 African countries to improve the livelihood of smallholders rice farmers. So far, we have reached 150,000 rice producers. Can you see the books and papers I'm surrounded by? We're organizing workshops and working with learning materials such as this to teach farmers how to improve their farming skills. We are supporting them to harvest a higher quality and a higher quantity of rice. And through these procedures,
we have been able to increase production and we are improving the competitiveness of domestic rice supply. Our cooperation in Kari with the private sector is very close. For example, in Nigeria, we work with two rice mills, Kleisart and Davana, for example, also for the improving of the rice value chain and the businesses of the mills. This is advantageous for the mills as well, as they are improving their businesses through close collaboration with small-scale farmers, having more paddy to sell, and also producing rice for the national market. The benefits for the companies are, of course, relatively clear because they increase their businesses, their turnover, and their business figures, and that provides an overall added value in the rice value chain for the private sector, farmers, and the consumers in the country. We have the opportunity to diversify through the production of high quality, food safe, traceable products. Private businesses create jobs, and already 23,000 jobs have been created in processing alone. There's a huge opportunity of creating another 500,000 jobs through private sector in the cashew sector in Africa alone. Lastly, is that we have the opportunity for joint implementation of the project through the Cashew Matching. Der generelle Mehrwert der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor sehe ich in der Nachhaltigkeit der Ergebnisse, die man in gemeinsamen Projekten erreicht. Man kann langfristig diese Ergebnisse weiter umsetzen oder weiter erreichen, wenn die Privatwirtschaft mit dabei ist. Chances to cooperate with private sector exist along the whole value chain, namely organization of farm inputs, production, harvesting, processing and trading. The key issue is whether there exists a platform of engagement coupled with enabling policy in fostering partnership and showcasing success for wider collaboration with the private sectors. As a result, this helps building confidence and trust as well as paving the way for more concrete collaboration in the long term. Also ich sehe eigentlich große Chancen in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Ich bin jetzt seit 4 Jahren dabei und ich sehe gerade in dieser letzten Zeit einen großen Wandel im Hinblick auf die Bereitschaft der Wirtschaft, Änderungen anzugehen. Hier sehe ich aber auch, dass den Wirtschaftsunternehmen oft nicht klar ist, was getan werden muss und wie die Sachen angefasst werden müssen. Und ich denke, da ist gerade auch die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und mit dem öffentlichen Sektor sehr wichtig, dass wir darüber Einigkeit bekommen, was getan werden muss und wie es getan werden muss. Also durch diese innovative Zusammenarbeit können wir praktisch dadurch, dass wir den ersten und einzigen Vertreter dieses Sektors jetzt dazu gebracht haben, mit uns zusammenzuarbeiten, können wir den gesamten Sektor beeinflussen und eventuell den Sektor sogar in diese Richtung drehen. Ich denke, Chancen gibt es überall dort, wo sich die Interessen decken, also wo das Gewinninteresse der Unternehmen einhergeht mit einem öffentlichen Interesse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Wenn das der Fall ist und die Unternehmen aus eigenen Stücken heraus Geld investieren in nachhaltige Aktivitäten, dann können strukturelle Veränderungen mit sehr viel mehr Kraft erfolgen und auch mit sehr viel mehr Nachhaltigkeit, als es durch ein EZ-Vorhaben ohne Beteiligung des Privatsektors möglich wäre. Well, we find it very promising, both upstream and downstream, especially since many private sector players are actually the drivers of innovation in India. When we look at upstream, we intend to nurture additional private sector partnerships in the technical, advisory, and technological sides, for example, the use of ICT tools. Simultaneously, downstream, there are multiple collaborative opportunities that the Green Innovation Center in India is pursuing with the organizations that we partner from facilitating value additions, institutional bulk purchases, logistics and supply chain management, to raising capital for funding farmer ventures, as well as for their insurance. Cooperation with the private sector? Oh, that is a good question. Generally speaking, I think the sustainability of a project is the main advantage of a cooperation with the private sector. You know, another goal of CARI is to improve the language among the value chain actors. We improve relationships between farmers and millers already. Every private partner contributes in cash or in kind. Through those contributions and gain knowledge, the entire language are improved among the value chain. This enables CARI
to gradually reduce his intervention and then to hand over to the private sector. Of course, there are risks working with private sector. The reason is that private sector is profits oriented and therefore tend to take quick decisions. Also, we have divergent expectations. So this results in risk in trying to set up common goals. Lastly, private sector speaks a different language, and you need to understand the language, otherwise it results in misunderstanding and private sector disengagement. Wenn man ein Projektpartner, ein privater Projektpartner so behandelt wie ein normaler Projektpartner, sollten die Risiken daraus nicht anders sein als normale Risiken bei anderen Projekten. In public-private partnership, one needs to ensure that such partnership is built on common interests and all parties share resources, benefits, and risks. Risk in collaborating with private sector is oftentimes an issue of short-term gain versus long-term benefits. In other words, private sector should not expect an immediate short-term commercial gain, but rather their cooperation should contribute to public objectives and benefits by establishing a viable business model that demonstrates benefit to farmers and foster long-term sustainable agribusiness development. Ein Risiko ist zum Beispiel, also ich denke, dass man wirklich strukturelle Änderungen braucht im Kakaosektor und dass das natürlich oft den Firmen nicht klar ist, dass es hier um größere Änderungen geht, als jetzt vielleicht neue Projekte aufzusetzen im Bereich Diversifizierung oder Stärkung der Bauern etc. Und da ist im Augenblick nicht klar, ob da wirklich die Bereitschaft bei den meisten Unternehmen auch vorhanden ist, diese Probleme anzugehen. Daran arbeiten wir zurzeit. Ich denke schon. Die Unternehmen handeln natürlich immer nur dort, wo sie auch einen eigenen Nutzen erkennen. Und nicht in jeder Konstellation ist ein öffentlicher Nutzen mit einem privaten Nutzen durch Privatunternehmen verknüpfbar. Die Grenzen muss man gut sehen und muss man auch immer wieder hinterfragen, auch in laufenden Aktivitäten. Und dazu kommen natürlich Fragen wie Mitnahmeeffekte und die Fragen der Wettbewerbsverzerrung etc., die ja durch die etablierten Instrumente der EZ eigentlich ausgeblendet werden sollte. Aber auch hier, denke ich, lohnt es sich immer wieder hineinzuschauen und zu hinterfragen, ob das auch wirklich angemessen gewährleistet ist. Well, there are risks in everything. I think, as far as we are concerned, the possible risks are related to differences in priorities between private sector and GIZ. For companies, often profit is the primary motive. For us, socio-economic, environmental, sustainable development is what drives our initiatives. Therefore, such differences or disagreements could result in a loss of reputation for GIZ. It could also result in one's inability to build effective revenue and income models for farmers, which is our primary objective. Working with private sector can be risky. To minimize this risk, we ensure that partner issues are not involved with something immoral. Especially in African countries, corruption is still a big problem. To minimize this risk, background examinations are carried out before a corporation is developed. We as value chain advisors have very strong relationship with our private partners. Regular field visits and close monitoring ensure that corruption has no chance. We are watching you. The cooperation with the private sector motivates us to go even further. We have a very motivated team which is willing to make the change. Rise is our business!